das sind die letzten paar Meter meines kurzen Regenerationslaufs. Das, die Stimmung, ich habe jetzt natürlich kein Stimmungsbild dabei, aber die ist quasi wie das Wetter hier oben. Also schon sehr bewölkt, es regnet nicht. Aber gut geht es mir jetzt im Moment nicht. Auf der einen Seite fühle ich mich jetzt wieder ausgeglichen und die Stimmung ist gut. Habe ich auch gebraucht nach dem heutigen Schultag. Dazu vielleicht noch später. Aber was mich jetzt gerade fertig macht, ist mein Bein hier. Und es ist einfach so, dass ich da gerade in einem recht sehr viele Schmerzen habe. Das zieht sich hier so den Oberschenkel rauf. Und das sind meines Erachtens mehr als muskuläre Schmerzen, sondern da werden die Muskeln angeregt und dann fängt es relativ schnell an, mich zu schmerzen. Und das ist eine Sache, wo ich einfach gebremst bin in den wichtigen Dingen, die ich brauche zum Ausgleich, eben so ein bisschen Sport. Und wenn ich dann nicht mehr weiterlaufen kann, weil mein Bein einfach schmerzt und ich dann das Laufen aufhören muss, und zwar einfach nur das rechte Bein, dann geht es einfach nicht. Da muss ein bisschen was getan werden. Ich habe schon Schmerzmedikamente, und zwar ziemlich starke. Ich glaube, ich werde demnächst noch mal irgendwas zu meiner Medikation sagen. Das muss ich ein bisschen aufteilen in MS und Schmerzmedikation. Aber es ist nicht einfach. Also es ist, ich bin jetzt auch nicht wirklich stark und viel gelaufen, sondern das Ganze ging los, nachdem ich 10 Minuten leicht gejoggt bin. Und dann ist es ein, du merkst natürlich eine Muskelbeanspruchung, aber das sind so einzelne, fast so einzelne Striche, so einzelne Fäden, die so, wo sich dann der Schmerz so hochzieht. Und ja, ist einfach unerträglich. Und da muss man dann mal eine Pause einlegen, sein Bein ein bisschen schütteln und mal ein bisschen draufschlagen, dann geht es mal wieder ein bisschen besser. Aber es ist kein Zustand. Und die Schmerzmittel waren schon mal besser eingestellt. Da ging es ganz gut. Aber auf jeden Fall werde ich den nächsten Arzt aufsuchen. Ansonsten hatte ich ein schönes Wochenende. Ich habe ganz, ganz viel mit den Kindern gemacht. Das war auch anstrengend und das hat eigentlich nur gut funktioniert, weil sie nachts gut geschlafen hat. Keiner hat Bettgenäst oder sonstiges, was ja bei Kindern in dem Alter, die ich habe, unter 5 schon mehrfach passieren kann. Und damit hatte ich meine Erholung, die ich brauche. Also 10 Stunden Schlaf sind ungefähr das, was ich dann nachts brauche. Und dann bin ich am Tag wieder fit. Und ja, die Schüler waren heute sehr anstrengend, also durchaus volle Kanne provoziert. Ich habe heute auch meinen ersten Verweis ausgestellt und ich hätte, glaube ich, noch 2 dranhängen sollen. Und wenn die Schüler mich demnächst noch mal ein bisschen reizen, also die 2, die ich jetzt heute nichts ausgestellt habe, dann werden die auch einen kriegen. Aber weil man eben dann auch so einer starken Provokation ausgesetzt war, ist es einfach extrem wichtig, dass man zwischendrin sich ein bisschen Ausgleich holt. Und da geht es nicht, wenn man körperlich eingeschränkt ist. Und ich weiß nicht, wie ich solche Provokationen ausstehen kann, wenn ich vielleicht einmal nicht mehr gehen kann oder eben nicht mehr laufen kann. Da wird es mit dem Lehrerberuf auf jeden Fall, glaube ich, nicht klappen, zumindest für mich nicht. Aber wer weiß, vielleicht geht es dann doch. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich so ankomme und mein Leben mit der MS auf die Reihe kriege. Tschüss.